So, herzlich willkommen zurück zum 24-Minuten-Ran of Spa mit dem neuen Red Bull, was ich jetzt einfach mal ausprobieren werde. Ich hoffe, das funktioniert auch, weil sonst muss ich mir wieder was anderes raussuchen. Verdammt, ich versuche nämlich mittlerweile sogar vorher zu gucken, was ich denn so mache. Ich nicht hier sitzen möchte und einfach nur überlege, was ich denn jetzt mache. Ich denke, das hier könnte mit dem Wagen ganz witzig sein, weil sind ein paar crazy Kurven drin. Und dafür ist der Wagen ja nur gemacht. Es sei denn, es regnet wieder, dann ist das nicht so cool. Jetzt habe ich natürlich wieder die harten Reifen drauf, wa? Das ist natürlich so eine Sache. Hart oder weich? Das ist ja mit Reifenabnutzung. Ach komm, ich nehme die weichen. Am Ende bin ich dann wieder sauer, weil ich es gemacht habe. Egal! Weil die werden garantiert alle mit harten fahren. Och nö, nicht Regen. Och Leute. Was soll denn sowas? Was soll denn sowas? Ich dachte, es könnte gechillt werden. Hat schon eine seltsame Einführung. Aber ne, wie lange? Oh ja. Alle mit den riesigen Motoren da. Ich habe ja hier, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, irgendeinen Zweizylinder. Okay. Sieht schon wieder nicht so gut aus. Scheiße. Ein Witz, ey. Gegen die anderen Wagen von dem hier kam der mir so überpowered einfach vor. Aber gegen so eine dicken Karren da macht der mal echt nix. Abkürzstrafe. Und Scheiß. Das kann ich auch vergessen. Ach. Krass. Finde ich schade. Warum muss es auch Regen sein? Regen ist ja mal echt zum Kotzen. Dödüm. Was eine Enttäuschung. Ach. Naja. Braucht man jetzt wohl Ersatzprogramm hier? Also eine 10-Runden-Herausforderung. Wieso heißt denn das eigentlich Suzuka, wenn es so... Ich dachte erst, da wären mehrere Runden. Apricot Hill. 20 Minuten? Minuten? Das sind so 650er. Ich brauche echt mal ein geiles 650er-Auto, glaube ich. Den müsstest du irgendwo geben, oder nicht? LMS Ultra 76. Ich hatte ja auch noch den hier, wa? Schauen wir uns den nochmal an. Das ist ja ganz geil. Also die Space Model. Vielleicht kann man da auch eine nette Lackierung drauf pocken, wa? Mal gucken, ob das geht. Karosserie. Ach, okay, das scheint ein. So ziemlich jede Wahl offen zu stehen. Ich habe nicht so viele Farben irgendwie. Ist ein bisschen öde. Alter, ich habe echt richtig wenig Farben, ne? Auch nur alles so öde Farben. Ich glaube, ich muss mir mal ein richtig behindertes Auto kaufen. Nur damit ich die Karre jetzt in der Farbe färben kann. Ich denke dann mal wieder an mein richtig schönes Lime Green. Wo warte ich das denn her? War das ein Chevy? Ja, oder?
macht voll Sinn, jetzt so ein Auto hier zu kaufen, nur um das Geld da, nur um die Farbe dafür abzugreifen. Nö, die sind alle doof. Ladet schneller. SS vielleicht? Ist voll uncool. Voll uncool, Digga. Oh, der sieht ja cool aus. Nee. Das war was anderes. Das war was anderes. Ah, das vielleicht ein Dodge. Aha, Dodge Challenger. Sublime, sehr gut. Sublime nehmen wir. Erstmal kaufen. Kriegt man die Farbe denn eigentlich auch noch? Das ist eine gute Frage. Ah, okay, ich habe den Lack bekommen. Verbraucht man den jetzt auch noch oder nicht? Nein, ich möchte den natürlich nicht verwenden. Wer möchte das schon? Ich möchte einfach nur für 27.000. Was hat der kostet? 27, ja. 27.000 hier erstmal die Lackierung kaufen. Kein Ding. Da. Yes. Ich glaube, die Farbe behält man sogar. Das finde ich aber cool. Kostet zwar 4.000, aber. Yeah. Finde ich gut. Wird jetzt hier der Power Racer schlechthin. Ich hoffe, der fährt auch nicht scheiße. Nee, man hat die Farbe noch. Finde ich voll gut. Macht irgendwie Sinn. Ach Quatsch, die Felgen kann ich auch lackieren. Das ist ja süß. Also orange Felgen noch drauf. Ich dachte eigentlich an Schwarz. Ach komm, kannst du dir geben. Finde ich ganz nice. Nice! Ja, komm, jetzt krieg dich mal ein. Du sollst in die Felgen lackieren. So, Chrome wäre natürlich noch viel geiler, aber kein Plan, wo man das wieder herkriegt. Tuning-Teile. 650 haben wir nämlich noch nicht erreicht. Deswegen kommt der hier nochmal eben drauf. Das haben wir. Und hier wird es wahrscheinlich dann auch schon wieder zu viel. Ja. Ja. Passt. Gibt's nicht. Na gut. Haben wir. Reifen technisch, wie sieht's da so aus? Harte. Ich nehme noch mal ein paar weiche. Was ist denn das hier? Einige der Eigenschaften von trockenen und von schweren Regenreifen. Okay. Regen, Starkregen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es da wieder regnet, ne? Komm, nehme ich die auch nochmal. Die anderen Rennen möchte ich ja vielleicht auch nochmal fahren. Da macht so ein Reifen vielleicht sogar Sinn. Ja, auch ein bisschen leichter machen. Nö. Gibt nicht. So, Boxenservice gibt's nicht. Anpassungsteile gibt's wahrscheinlich eh nicht. Wie sieht es eigentlich mit diesen Rennanzügen aus? Ja. Ach, quasi, die kann ich kaufen. Was kostet denn hier die dickste Ausrüstung, hä? Hallo? Oh, okay. Ganz schön krass. Explosion. Ich will die Explosion sehen. Los. Ah, das ist jetzt aber nicht so cool. Hm.
Den hier finde ich eigentlich ziemlich crazy. Kaufen. Das ist eine dicke Rennausrüstung besorgen hier. Kann nicht rumlaufen wie der letzte Schlowi. Ich erinnere mich, dass das letzte Mal noch so war, dass ich irgendwie keine richtige Kleidung gefunden hatte, oder? Das sieht richtig behindert aus. Besondere Outfits. Die will ich nicht. Hallo? Ich hab's kaputt gemacht, das Spiel. Das ist natürlich blöd. Weiß gar nicht, wie ich das jetzt mache mit dem Rennen. Weil, wenn das 20 Minuten geht. Blöd, wenn ich jetzt noch so eine 40-Minuten-Folge mache. Boxenservice wollte ich ja nicht, genau. Ich glaube, ich werde dann einfach pausieren und dann weiterfahren in der nächsten Folge. Apricot Hill. Da werden wir den Wagen jetzt mal richtig durchchecken hier. So. Bist du nämlich der Perfekte. Wie jetzt? Darf ich da diese Intermediblar-Reifen nicht fahren? Das finde ich aber uncool. Ja, auf jeden Fall passen wir hier gut rein. Da gibt es auch nur 160.000 für den Sieg. Naja, gut. Sieht zumindest trocken aus. Ich glaube auch nicht, dass es... Ah, wechselhaft das Wetter da, oder was? Aber Strecken ist 0%. Ja, immerhin. Ja, komm. Mach mal los hier. Muss ich jetzt 20 Minuten fahren, ey? Das ist aber auch krass. Ach Quatsch, das sieht schon wieder nass aus. Ich habe Angst, dass es nass ist. Ach, das ist diese Strecke, wo es am Anfang ruckelt. Warum auch immer. Das ist schon ganz cool, das Wagen. Muss halt auf grün stehen, ne? Hallo, da fährt er noch so ein grüner mit. Ah, das Schöne bei den F1 ist, man sitzt halt in der Mitte. Finde ich auch mal eine ganz angenehme Sache. Oh, da fährt aber... Ne, das fährt aber schon ganz gut. Passt. Oh, ich bin schon ordentlich am Reifen verheizen, ich sehe das schon. Ich sehe das schon kommen, dass ich dann sofort in die Box muss und die anderen sich denken, ach nö, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Das schäle ich glaube ich auch krass, die Reifen, wenn ich so einen Crash habe oder so. Ach, naja, mal sehen. Erster Test hier. Ich habe ja schon zweimal getestet, aber das war ein bisschen dumm angestellt, sag ich mal. Der erste Test hier mit einem realistischen Fahrzeug. Ich denke mal, das läuft ganz gut auch. Meine Vita-Karte ist immer noch nicht da. Den Stand der Dinge mal zu klären. Aber ich habe das Remote-Play mittlerweile hinbekommen. Das ist schon mal ganz gut. Also ich brauchte einfach nur die Vita mal neu starten irgendwie. Das, seitdem funktioniert das. War eigentlich ziemlich gut sogar. Man muss halt nur eine vernünftige WLAN-Verbindung hinkriegen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die WLAN-Antenne von der Vita nicht so geil ist. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Ja, na, ordentlich abgeraucht hier. Aber immerhin, ich kann quasi die Konsole, also die PS4, dann in Bereitschaft setzen. Also ganz ausgeschaltet, da funktioniert das irgendwie nicht so ganz. Da kann man die nicht einschalten. Aber wenn sie im Bereitschaftsmodus, in diesem Standby-Modus ist, dann kann man die übers Netzwerk dann aktivieren und wird sofort in das Menü halt reingeschmissen. Ja, und kann das die Vita dann genauso benutzen wie die PS4. Das ist schon ziemlich cool. Und dann startet man halt einfach mal Assassin's Creed und spielt das da ganz gechillt.
Und das funktioniert auch echt gut, muss ich sagen. Das sieht auch echt gut aus. Also nicht übel, ey. Für die Zukunft finde ich das super. Kann man das immer nutzen, ne? PS4 wird ja jetzt auch ein paar Jahre aktuell sein. Und selbst wenn eine Vita 2 rauskommt oder so, was ich mir erstmal nicht vorstellen kann, weil die echt gute Leistungen hat noch. Eigentlich vollkommen ausreichend für ein Handheld. Da werde ich die jetzt erstmal schön nutzen können, die Vita. Aber der Akku bei dem Remote Play jetzt ist echt, naja. Lange hält er nicht durch, glaube ich. Ich hatte die jetzt ja 3 Tage in Standby und habe sie ja so gut wie nicht benutzt. Da hat mich das gewundert, dass er da so gut wie überhaupt keine Akkuleistung verloren hat. Also, der schaltet das WLAN, glaube ich, auch aus, wenn er in Standby geht und so weiter. Das macht schon alles Sinn. Also, die haben versucht, da so viel Strom zu sparen wie nur irgend möglich. Und der updatet aber trotzdem immer mal wieder. Also, man sieht dann, dass die Vita dann plötzlich so. Der blaue Schalter geht an, der leuchtet dann so ein bisschen. Ne? Dann merkt man dann so, ja, da zieht er wohl gerade mal ein paar Updates oder so. Man kann da sogar einen E-Mail-Account quasi mit verbinden und so, dann zieht er da die E-Mails anscheinend runter. Beziehungsweise Trophäenaktualisierung und so ein Bullshit. Was ja nun irgendwie nicht so wichtig ist. Aber der Akku beim Remote Play dann, ich sag mal, 3 Stunden und das Ding ist auf jeden Fall sowas von leer. Wenn nicht sogar weniger. Ich glaube, das ist noch anspruchsvoller dann, als wenn das Teil selbst das Spiel quasi berechnen muss. Weil das WLAN-Modul einfach so viel Strom frisst. Die Daten ja die ganze Zeit dann hin und her geschickt werden müssen und das mit der maximalen Rate wie nur irgendwie möglich. Das findet das Teil dann wahrscheinlich nicht so supi. Weiß auch gar nicht, wie das mit dem Akkutausch ist. Ich finde ja mal Geräte so richtig scheiße, bei denen man den Akku nicht tauschen kann. Das neigen ja jetzt momentan alle sehr dazu, ihre Geräte so zu verkleben, dass man sie in den nächsten 50 Jahren nicht mehr auseinanderkriegt. Aber wenn man das dann so alltäglich nutzt, so ein Gerät, und das halt auch nicht groß darauf achtet, den Akku so richtig ganz auszufahren, ne? Man muss ja einmal voll und dann am besten nicht ganz leer und dann wieder aufladen und so weiter. Also möglichst wenig Ladezyklen haben. Aber wenn man das Ding täglich benutzt, dann muss man das halt auch täglich aufladen, ne? Dass es auch den ganzen Tag durchhält. Das ist mit den Handys momentan. Die halten ja auch meistens einfach nur einen Tag. Und deswegen sind die Akkus dementsprechend auch schnell frack. Also ich brauche auf jeden Fall jedes Jahr einen neuen Handy-Akku, weil der dann einfach nicht mehr kann, ne? Obwohl in der Regel ja eigentlich immer 1000 Ladezyklen drin sein sollten. Aber irgendwie merkt man dann schon, dass die Leistung ziemlich nachlässt. Und wenn das bei der Vita dann auch so ist, wenn die dann in ein, zwei Jährchen dann keine 3 Stunden mehr durchhält, sondern lausi, was weiß ich, eine, dann würde ich da schon gerne den Akku tauschen können. Ich weiß, dass hinten zwar Schraublöcher sind, aber wenn das wieder alles verklebt ist, ist nicht so schön. Solange es nicht verklebt ist, kriege ich es, glaube ich, auseinander und wieder zusammen. Also, da hatte ich bis jetzt noch nicht die Schwierigkeiten. Das hat bis jetzt bei jedem Gerät geschafft. Das alte iPhone, was ich da hatte, das 3GS, das habe ich oder mein Bruder hat das auch mehrfach auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt in jede Einzelteile. Es ist meist nicht mal so schwierig und es gibt für die meisten Sachen ja auch ein Tutorial dann im Internet oder zumindest so eine kleine Hilfe, was wohin gehört. Ich glaube, ich muss echt mal jetzt in die Box fahren, ey. Das ist ganz schon cool. Runde 6. Ja, Minute 7, ne? Das ist ein bisschen scheiße, weil hätte ich jetzt ungefähr 10 Minuten durchgehalten, hätte ich nur einen Boxenstopp gebraucht. Ist die Frage, kann ich den Reifen noch auf 1 runterfahren? Oder ist das zu gefährlich? Aber es ist doch nur der eine Reifen, ne? Ja, ich riskiere das. Fahr erstmal weiter.
2 Sekunden Vorsprung ist mal echt gar nichts, ey. Ich glaube nicht, dass ich einen Boxenstopp in 2 Sekunden schaffe. Da frage ich mich ja jetzt auch, was passiert, wenn der Reifen auf 0 ist. Ah, ich merke schon, der Wagen fährt nicht mehr so ganz um die Kurve. Okay. Damn it! Hätte ich doch zu den harten Reifen greifen sollen, oder was? Wahrscheinlich. Ach, so ein Scheiß. Och, Leute, ey, muss das jetzt noch sein? Das war doch nicht mal beabsichtigt. Ah ja, ihr fahrt weiter, ich fahr jetzt in die Box. Aber warte mal, warte mal, warte mal, ich kann mir doch jetzt die harte Reifen raufziehen lassen. Da fährt noch andere in die Box, wa? Finde ich immer ganz schön, die Box. Auch wenn die Typen da vorne ein bisschen statisch rumstehen. Platz 5. Bäh. Bäh. Obwohl ich das atmosphärisch auch immer ziemlich cool finde, so ein Rennen mit einer Box. Also mit dem Boxenstopp. Mit einer Box. Aber man merkt schon, man hat weniger Glück mit den Dingern hier, aber. Was soll's, ey, wenn die dafür noch bis zum Ende des Rennens jetzt halten. Beziehungsweise bei der Leistung hier halten. Ich bessere Chancen, als wenn ich jetzt die weichen Reifen auf 0 runterfahre und dann am Ende nur noch wie so eine Schnecke durch die Gegend gurken kann. Oh Gott! Die gnadenlose Uhr. Na gut, dann war es jetzt das für die Folge. Morgen geht's weiter mit dem Rennen. Ich habe ja noch ein paar Runden vor mir, oder? Die Hälfte vom Rennen eigentlich so. So. Dann.